Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5 Commerce Cast. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Diese Staffel wird ja präsentiert von Scale Your Commerce Engine und wir hatten schon das ein oder andere tolle Gespräch hier unter anderem mit Tarek Müller, aber eben auch mit Tom Taylor. Und heute gucken wir mal unter die Motorhaube der Otto Group und wir werden das nicht mit mir nur machen, sondern zusammen mit zwei wunderbaren Gästen. Und zwar begrüße ich einmal recht herzlich die Hanna Huber, Group Vice President Technology and Strategy and Governance der Otto Group. Hallo Hanna. Hallo. Und wir haben da von Scale Your Commerce Engine die Slobodanka Zerzik, Director Solutions Architecture. Grüße dich, Slobodanka. Hallo. Ihr zwei sitzt in Hamburg, oder? Ich bin auf jeden Fall in Hamburg, ja. Ich sitze eigentlich beruflich in Hamburg, aber privat wohne ich in Berlin, deshalb bin ich aus Berlin zugeschaltet. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, für die, die euch noch nicht kennen, wollt ihr ganz kurz sagen, wer seid ihr, was macht ihr? Und ich würde sagen, wir starten mit der Hanna. Ja, ich bin seit 2 Jahren bei der Otto-Gruppe für die Technologiestrategie verantwortlich. Dafür muss man einmal wissen, dass die Otto-Gruppe aus ganz vielen unterschiedlichen Firmen und Beteiligungen besteht. Darunter unter anderem natürlich Otto, also Otto.de, wo viele Leute ja auch einkaufen. Aber dann eben auch Firmen wie Manufaktum und Hermes, MyToys etc. Also ein sehr breites Firmenkonstrukt. Und mein Team und ich sind dafür verantwortlich, dass wir zusammen mit den ganzen CIOs und Firmen und den Vorständen die Guardrails unserer Technologiestrategie definieren. Also welche Technologien wollen wir nach vorne raus einsetzen? Was sind unsere Architekturzielbilder? Welche Firmen migrieren auf welche Standards etc.? Und das für alle Felder, sei es E-Commerce oder Fulfillment, Data-Themen. Also bei all diesen Themen sind wir involviert und unter anderem natürlich zum Thema E-Commerce. Das ist ja unser wichtigstes Geschäftsfeld und darüber wollen wir heute sprechen. Okay, super. Slobodanka, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, sehr gerne. Ich bin Slobodanka. Ich würde ein bisschen anders anfangen. Ich habe einen technischen Hintergrund und ich liebe IT-Technologien oder Tech und zwar die in echten Anwendungen eingesetzt werden. Ich habe das Glück, dass ich in meiner Rolle als Director Solution Architecture für Scale bei About You solche echten Anwendungen und realen Herausforderungen mit Tech tagtäglich meistern und verantworten darf. Seit letztem Sommer leite ich das Team der Scale Business Analysten, Solution und Integrationsarchitekten und damit unterstütze ich alle unsere Scale-Kunden bei deren strategischen Entscheidungen in Bezug auf E-Commerce und bei der Einführung von unserer Commercial Engine. Mein besonderer Fokus hat derzeit tatsächlich die Otto Group mit deren großen Transformationsprojekt New Horizon, wo ich das Vergnügen habe, die Solution Architecture zu designen und dafür zu sorgen, dass die Integration erfolgreich wird und auch das gesamte Projekt EY-seitig zusammen mit meinem Team zu begleiten und zu unterstützen. Ja, und ich freue mich heute hier zu sein und auf dem Austausch. Ja, super. Ich freue mich vor allen Dingen, so viel Female Tech Power mal an einem Ort versammelt zu haben. Das ist ja auch, also es wird immer besser, ja, muss man sagen. Deswegen finde ich super, ist ein leuchtendes Beispiel, dass das eine schöne Karriere sein kann. Wir wollen heute mal wirklich die Otto-Gruppe auch vielleicht ein bisschen verstehen. Ich würde aber gerne, bevor wir einsteigen, mit einem Mythos aufräumen, weil ich würde jetzt natürlich denken, ja klar, wenn der Tarek Müller von About You mit Scale Your Commerce Engine um die Ecke kommt, dann kann die Otto Group ja gar nicht anders als sagen, ja, das machen wir. Ist dem so und wenn nicht, wie läuft denn so ein Prozess ab? Also wir haben vor einiger Zeit tatsächlich unsere Technologiestrategie für E-Commerce in der Otto Gruppe definiert. Und da geht es bei uns, das ist so eine Art Portfolio Guidance. Also wir definieren halt etliche unserer Firmen und sagen, einige von denen, zum Beispiel Otto.de etc., die bauen ihre eigene Plattform, haben auch große Tech-Teams,
Aber wir haben eben auch etliche Firmen mit auch durchaus insgesamt sehr hohen Umsätzen und vielen Shops, die aber vielleicht nicht ganz so große Tech-Teams haben und wo wir nach vorne raus einfach einen sehr großen Mehrwert sehen, die auf einen gemeinsamen Standard zu ziehen, weil das für uns sowohl Synergie als auch Skalierungspotenziale hat. Und daraus kam die Idee zu sagen, wir ziehen halt perspektivisch mehr und mehr Firmen von den mittleren und kleinen auf eine gemeinsame Lösung. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn das für eine Lösung? Und da kam natürlich sehr schnell Überlegungen rein, wie wir müssen ja diese Lösung an unsere bestehenden Systeme auch andocken können. Gerade auch unsere ganzen Einkaufssysteme, aber auch unsere Fulfillment-Systeme, die wir in der Otto-Gruppe ja auch haben. Und da brauchen wir eben etwas Hochintegratives und haben uns damals in dem Prozess natürlich auch etliche angeschaut. Es gibt ja keinen Automatismus, nur weil Tarek irgendwie zugeben, geiles System hat, deshalb sagen wir nicht sofort, ah wunderbar, das nehmen wir. Sondern da gab es dann auch einen geordneten Prozess, in dem man sich verschiedenste Systeme angeschaut hat, Pro und Contra mit RFPs und so weiter. Und natürlich schauen wir uns dann auch Lösungen an im Gruppenkontext und natürlich auch About You und haben uns dann aber wegen des zu dem, was wir brauchten und auch der Flexibilität dann eben für About You als eins unserer Kernzielsysteme entschieden für unseren zukünftigen Tech-Stack. Wir da vielleicht gleich nochmal einhaken können, Hanna, was sind denn da so die Requirements, also sagen für euch sagen gerade aus Gruppenstrategiesicht, weil das ist natürlich ja nochmal anders, als wenn die einzelne Tochterfirma sich jetzt so ein Tech-Stack aussucht. Also was war da für euch so die Guiding Principles? Ja, also natürlich einerseits State-of-the-Art E-Commerce und da zeigt ja About You, dass sie das auch wirklich können. Und davon natürlich, wenn About You sich weiterentwickelt, von dem Tech-Stack, den sie dann weiterbauen, das automatisch bei uns quasi mit reinzuziehen, die Shops, das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument. Dann gibt es aber natürlich auch so Themen bei uns, schlichte Skalierbarkeit im Sinne auch von Multishops. Es ist nicht so, dass wir ein oder zwei nur ganz große Shops draufziehen wollen, sondern eventuell auch viele kleinere Shops, die aber in der Masse dann relativ viel haben. Und dann sind wir natürlich angewiesen auf ein Multishop-Konzept. Also zum Beispiel können wir in diesem Fall die ganzen Shops auf ein und derselben Instanz laufen lassen. Dafür braucht man dann natürlich ein vereinheitlichtes Produktdatenmodell, aber ist für uns eben auch kosteneffizient und skalierungsfähig, weil wir eben nicht für jeden Shop, jeden kleinen, mittleren Shop eine eigene Instanz brauchen. Das sind so ganz spezifische Sachen oder dass wir es auch für verschiedene Länder auswählen können. Wir haben auch Shops in Österreich und der Schweiz. Das waren so ganz typische Anforderungen für uns. In welchem Zeitpunkt kommt dann, kommt man mit Scale dann in so einen Prozess rein? Also jetzt aus Slobodankas Sicht, also sagen in diesem, also wann wird man dann eingeladen, präsentiert man dann oder wie oder kriegt man so ein Requirement, was ich 80 Seiten? Also wie wird man sozusagen damit reingeholt? Leider, ich war gerade mal in diesem Prozess nicht involviert. Ich bin später dazugekommen. Aber das ist normalerweise, wie das läuft. Also wir stellen unser Angebot vor, was für Möglichkeiten wir haben. Wir gehen die Anforderungen zusammen in mehreren Workshops durch. Und dann suchen wir mal nach Fits und Gaps. Gibt es auch immer wieder. Und versuchen die bestmögliche Lösung für einen Shop oder eine Menge an Shops, so wie jetzt mal hier bei der Otto-Gruppe ist, zu finden. Also ich stelle es mir schon ziemlich komplex vor, auch wenn man sagt, also irgendwie dieses, also du hast ja schon gesagt, die Heterogenität letzten Endes der Angebote, vor allen Dingen, also gerade du hast gesagt, Vereinheitlichung von sozusagen Produktdatenmodellen, das ist ja auch allein in der Spreizung der Sortimente ja schon wahrscheinlich allein ein extremer Komplexitätstreiber. Wie geht ihr da vor? Ist das wirklich ein Komplexitätstreiber? Also das ist jetzt meine Außensicht so. Also ja, es ist einerseits ein Komplexitätstreiber. Andererseits hat About You ja auch schon Kunden laufen, die ein breiteres Sortiment haben. Also About You selber verkauft ja erstmal Fashion. Die Firmen, die wir auch auf Scale ziehen wollen, verkaufen natürlich nicht nur Mode, sondern auch Home and Living, Elektronik, Spielwaren etc. Also ein breiteres Sortiment. Da hat About You schon einiges und wir sind natürlich selber auch dabei, unser Produktdatenmodell dann nochmal zu vereinheitlichen, weil wir ja auch selber Einkaufsprozesse haben und wir müssen natürlich schauen, dass diese Daten dann wiederum
auch zu About You und zu Scale kommen. So, und da wiederum gibt es aber, soweit ich weiß, Lobo kann dazu mehr zu erzählen, da gibt es aber schon bereits Erfahrungen, wie man das macht, wenn man eben Multisortimente hat. Mhm. Ja, gerne. Also unser Produkt, also Scale, ist schon fähig, mit unterschiedlichen Produkttypen umzugehen. Also wir haben ein Backbone, wo wir auf eine Instanz ganz viele unterschiedliche Produkttypen definieren können. Also wir haben die Möglichkeit, dann je nach Klassifizierung, sagen wir mal, ob es Fashion ist oder Lifestyle oder Spielware, unterschiedliche Attributen anlegen können, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche auch Sortierungen und Suchen und Filters anlegen können. Und damit sind wir tatsächlich bereit, nicht nur mit unterschiedlichen Produkttypen umzugehen, sondern nur mit unterschiedlichen Produkttypen auf eine Instanz umzugehen. Und das ist schon ein Vorteil, das wir anbieten, und damit sind wir bestimmt auch für die Otto-Gruppe interessant gewesen, und deshalb, die haben sich auch für uns entschieden. Hier würde ich auch mal ein bisschen weitergehen. Also wir haben bei unserem Mutterschiff About Tune tatsächlich Fashion, aber wir haben schon unterschiedliche andere Kunden, wo wir Depot zu nennen zum Beispiel, wo wir schon mit Lifestyle-Produkten arbeiten können und das bewiesen haben, dass das geht. Dann noch ein zusätzlicher Punkt, was ich hier auf jeden Fall dazufügen würde, ist die Möglichkeit, auch mit sehr diversifizierten Umsysteme auch umzugehen, und zwar gleichzeitig. Also wir können Produkte importieren oder bekommen aus unterschiedlichen BIM-Systemen, und damit können wir das auch gewährleisten. Und das ist schon sehr spannend, auch für uns jetzt das alles unter Beweis zu stellen. Komplexität gibt es auf jeden Fall, den sehe ich aber nicht so viel auf die technische Seite, sondern natürlich auch in den Absprachen mit den unterschiedlichen Stakeholders und das alles zu designen und zu konfigurieren, damit es für alle passt. Okay, jetzt kann ich mir auch da nochmal vorstellen, was jetzt die Hanna ja auch gesagt hat, dass eigentlich ein anderer Punkt war, dass man, also Legacy-Systeme klingt immer so doof, aber im Prinzip gewachsene Systeme, die halt einfach den vergangenen Erfolg ja erstmal ermöglicht haben. Ja, und ich glaube, der Kollege von Tom Taylor hat so schön gesagt, Legacy im CRM ist halt einfach auch, da freut sich halt jeder, wenn du halt einfach über Jahrzehnte Kundendaten gesammelt hast. So. Aber es ist natürlich etwas, was sich irgendwie jeder immer so ein bisschen, ich glaube, man hat immer Bauchschmerzen damit, wenn man sagt, man hat ein bestehendes System, möchte gerne eigentlich einen Technologiesprung machen, möchte irgendwie flexibler sein, modularer, das Ganze, die ganze sagen, Buzzword-Bingo rauf und runter, und hat aber sagen, laufende Systeme, die funktionieren müssen. Und das vielleicht auch noch da nochmal, wie ihr da jetzt als Gruppe auch drauf schaut, weil das ist ja jetzt auch so ein bisschen immer eine Operation am offenen Herzen. Da darf ja auch nicht wirklich viel schief gehen, denke ich mal. Ja, das ist ein total relevanter Punkt. Und das ist auch einer der Gründe, warum das bei uns auch mehrjähriges Projekt ist, weil wir tatsächlich laufende Shops haben und wir versuchen ja, unterschiedliche Shops mit unterschiedlichen auch Arten von Geschäftsmodellen eben auf diese eine Plattform zu bringen. Also wir wollen ja tatsächlich standardisieren, und bei uns sind jetzt die Kandidaten draufgehen, etliche Shops aus der Bauergruppe, aber auch aus MyToys. Und da sieht man schon die Sortimente ganz unterschiedlich, die Systeme ganz unterschiedlich, eine Mischung aus einigen selbstgebauten Dingen, einige Systeme, die man einsetzt, andere Systeme, die wir in der Gruppe im Einsatz haben. Und dann muss man bei uns auch sagen, ist es halt auch so, dass wir auch in der Zukunftsversion besteht ja unser Stack nicht alleine nur aus Scale, das ist unser Herz, also der wichtigste Bestandteil, aber wir haben natürlich auch Umsysteme, mit denen wir uns connecten müssen, in Teilen bezüglich Payment, Warenversorgung, aber auch Fulfillment, und das sind ja teilweise auch Bestandssysteme. Das heißt, das ist für uns tatsächlich ein Projekt der Schnittstellen und des Ausfäsens von Bestandssystemen.
Und das hat natürlich eine gewisse Komplexität, deshalb dauert es auch etwas länger. Also man kann nicht mal eben in 2-3 Monaten von Start bis Go Live auf den Knopf drücken und dann ist das mal so passiert. Allein die Datenmigration von Bestandskundendaten etc., das ist ja ein längerer Prozess, wo wir auch wirklich testen müssen, dass da nichts schief geht und dass wir dann alles gedacht haben. Für uns ist es tatsächlich hier so, dass wir in Iterationen vorgehen. Also wir haben immer 3-monatige Zyklen, wo wir dann auch mit den Kollegen hier auch von Scale sehr eng arbeiten und sagen, okay, welche Dinge nehmen wir uns jetzt als nächstes vor und haben eine ganze Liste an Themen, die wir umsetzen wollen. Und natürlich ist es so, man gewinnt immer seine jetzigen Systeme lieb und sagt, ach, da kann ich so gut mein Marketing ausspielen, dies funktioniert gut, das funktioniert gut. Und natürlich haben wir auch eine Analyse gemacht, um zu sagen, was sind die Dinge, die wir jetzt haben, die wir wirklich lieb gewonnen haben, die unsere Shops auch am Markt differenzieren von anderen, die natürlich eventuell in dem Scale-System nicht exakt so abgebildet sind. Das ist ja ganz normal, dass es nie eine 100%ige Deckung geben wird. Da haben wir schon etliche identifiziert und gesagt, okay, an folgenden Stellen müssen wir nochmal ran und diese Themen, definieren wir gemeinsam und da arbeiten wir auch gemeinsam dran, diese Sachen jetzt nach und nach zu entwickeln. Also diese Flexibilität haben wir eben dann zusammen mit den Scale-Kollegen von About You, das gemeinsam zu entwickeln und damit natürlich auch das, was dann die About You-Plattform kann, zu erweitern. Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass also die Gruppenstrategie dann quasi so runterkaskadiert in die Organisation oder wie frei sind dann auch die einzelnen Tochterunternehmen, ist eine Bauergruppe, MyToys zum Beispiel, wie frei sind sie dann auch sozusagen in der Wahl oder sind die jetzt schon in diesem Prozess da letzten Endes mit drin? Also die Firmen sind jetzt schon in dem Prozess mit drin. Die Firmen waren noch in diesem Prozess einbezogen. Also auch die ganze Definition, wie wir das strategisch hergeleitet haben, findet ja nicht einfach im stillen Kämmerlein statt. Dann sagt man so, liebe Firmen, ihr macht jetzt X und die machen Y. Sondern das ist natürlich ein langer Prozess, den man gemeinsam auch beschreitet. Und dann ist es jetzt eher so in der Umsetzung. Da sieht es so aus, dass jetzt nicht einfach nur wir zentral als Gruppe mit About You ein Projekt machen, sondern wir haben ein zentrales Team bei uns in der Organisation, das wiederum die Service Provider, darunter jetzt About You, aber auch natürlich andere Service Provider, mit denen wir zusammenarbeiten, steuert. Und aber die Konzernfirmen, die darauf migrieren werden, die sind Teil dieses Projektes. Also die entsenden auch Leute in dieses Projekt rein, die arbeiten da auch mit, weil das sind die Leute, die die Fachprozesse am besten kennen. Und die fragen dann auch, wie funktioniert denn aktuell euer Prozess XY jetzt im Customer Relations Center? Und dann schauen wir wirklich, ist das ein businesskritischer Prozess? Und wenn der sehr stark abweicht von dem, was wir haben, überlegen wir dann gemeinsam, entweder kann man den Prozess anpassen auf das, was wir hier haben, oder gibt es einige Punkte, die wir vielleicht auch noch in der Entwicklung jetzt anpassen und erweitern müssen. Und das gehen wir quasi für alle, wir nennen das dann immer so unsere Workstreams oder unsere Touchpoints, die gehen wir alle nach und nach durch und schauen dann jeweils, wo übernehmen wir quasi und haben dann maximal hohe Standardisierung und wo müssen wir vielleicht doch nochmal eine Kleinigkeit anbauen, weil das für unser Business sehr kritisch ist. Okay, es klingt für mich, Slobodanka, nach extrem viel Lernen auch sozusagen in eure Richtung, ne? Wenn ihr in so einem Prozess mit drin seid, weil ich meine, ihr seid ja jetzt auch gerade jetzt so wirklich am Markt aufgeschlagen. Ich weiß, ihr habt schon über Word of Mouth schon über 60 Kunden irgendwie auf die Plattform geschaltet, aber also ihr seid ja auch noch in der ganzen Produktdefinition, würde ich jetzt mal sagen, auch noch am Anfang. Also, es geht in beide Richtungen, nehme ich mal an, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das Ziel ist, so eine Win-Win-Situation hier hinzukriegen. Also das Scale-Projektteam ist integriert in diesem großen Otto-Gruppe-Projekt mit anderen Service-Provider, genauso wie Hanna das dargestellt hat. Wir lernen viel voneinander. Also wir bringen unsere Standards und unsere Erfahrung aus unserem Shop, aus unseren anderen Kunden. Wir versuchen da die bestmögliche Lösung zu definieren. Will ich jetzt nicht wiederholen, was Hanna gesagt hat, aber tatsächlich, da gibt es ja immer so zwei Stränge. Also manchmal ist das ein sehr individueller, spezifischer Prozess und dann wird das von anderen oder speziell von den Konzerngesellschaften übernommen. Viele Sachen sollen aber standardisiert nicht nur für die Otto Group, sondern die sehen wir als Vorteil auch für unsere weitere Produkte.
Produktentwicklung und das nehmen wir bei uns in dem Produkt drin. Also das, da machen wir zusammen, also das ist eine gemeinsame Definition von notwendigen Produkterweiterungen und ja, die nehmen wir dann mit bei uns und arbeiten daran und natürlich muss man das in so einem großen Projekt zeitlich alles anpassen und definieren und ja, wir hoffen, dass wir unser Produkt dadurch verbessern, also mit der Otto-Gruppe besonders, weil das sehr spezielle Anforderungen sind, aber wir arbeiten genauso auch mit anderen Kunden, wenn es interessant und spannend ist. Jetzt auch nochmal, Hanna hatte das vorhin auch gesagt, die, also vielleicht würde es gerne nochmal vertiefen, wie wichtig ist denn die, dass die Retail-Komponente da im Haus ist, also bei Scale durch letzten Endes das Mutterschiff About You, weil das ist ja auch der große Differenzierungsfaktor für auch viele tolle andere Player, die ich hier auch schon interviewen durfte. Also ist das so eine der Komponenten, wo man sagt, die DNA dieser Plattform ist letzten Endes, ist beim Retail ein bisschen so die Analogie, wie Amazon einen Marktplatz gebaut hat, weil sie verstehen, wie es als Händler, was sozusagen die Pain Points sind. Ja, also About You Retail ist natürlich unser Mutterschiff, aber also ich bin bei Scale und ich sehe das auch ein bisschen andersrum. Also Scale ist ein Produkt und About You Retail ist eins von unseren Kunden. Natürlich ein wichtiger Kunde, weil wir zusammengehören. Aber das ist unser Kunde. Also wir haben einen gemeinsamen Core. Bei About You haben wir, also für den About You Retail haben wir auch Besonderheiten, die bei den anderen Kunden nicht passen, die sehr speziell nur für About Retail entwickelt werden. Und das zeigt auch, dass Flexibilität von unserem Produkt und die Architektur, wie das modular gebaut ist, dass wir die Möglichkeit haben, sehr einfach auch individuelle Besonderheiten darzustellen oder zu integrieren. Und das machen wir auch bei About You Retail, das machen wir bei der Otto Group und auch bei den anderen Kunden, die da sind. Also der Core ist der gleiche und zum Glück super flexibel, kann wiederverwendet werden, auch für viele Shops auf einer Instanz, wie vorhin erwähnt. Aber trotzdem diese großartige Möglichkeit, da viele unterschiedliche Integrationen zu machen, sogar auf eine Instanz, jetzt bei der Otto Group, ne? Also da gibt es unterschiedliche Shops in unterschiedliche Länder und wir haben die Möglichkeit, den Checkout sehr individual für jeden Shop zu machen. Also das ist schon ein großer Vorteil und das hilft uns auch, uns ein bisschen diesen Abstand zu halten zu About You Retail, wenn wir bei anderen Kunden sind. Hanna, wie siehst du das? Ist die Retail-DNA, war das einer der Faktoren, die für euch entscheidend war? Ja, klar. Also ich glaube, wenn man die nicht hat, dann versteht man auch nicht so richtig, wie das Ganze funktioniert. Das ist total wichtig und das ist ja auch ein großer Vorteil von About You, allein auch von der Architektur oder vom Vorgehensmodell, wie sie mit ihrem Tech umgehen, zu sagen, wir haben einen Kern und Scale ist quasi unser Kern und unser About You Geschäftsmodell ist quasi ein Kunde. Wir halten diesen Kern aber tatsächlich sauber und damit können wir den auch wirklich flexibel und schnell weiterentwickeln. Das passiert ja bei anderen Firmen dann schnell, dass man so sehr seine eigene Lösung baut, dass man die gar nicht mehr anderen anbieten kann. Deshalb ist es ja auch möglich, das überhaupt zum Geschäftsmodell zu machen. Also ja, das sehen wir total als Vorteil und weil es natürlich da auch Gemeinsamkeiten gibt. Also viele von den Shops, die wir draufziehen wollen, wir reden da insgesamt über ein gutes Dutzend Shops, was wir planen draufzuziehen, die dann eben auch ein relativ hohes Umsatzvolumen haben. Also wenn wir das mal abgeschlossen haben, reden wir hier über gesamt mal eben irgendwas über 2 Milliarden Euro Umsatz, die wir haben, E-Commerce-seitig, über eine ganze Reihe von Shops, die dann unter anderem über diese Plattform laufen werden. Die haben natürlich in Teilen oder viele von denen verkaufen auch Fashion. Da ist natürlich ganz klar eine ganz große Erfahrung von Seiten jetzt auch About You. Aber da es eben andere auch schon gibt, auch mit anderen Kunden, auch ein anderes Modell, also für weitere Categories und so weiter, können wir auch das abbilden. Und natürlich muss man sagen, Home and Living zu verkaufen, Electronics ist ein bisschen was anderes als Fashion. Aber etliche Grundthemen sind da.
Klar, man muss natürlich erweitern, gerade bei den ganzen Fulfillment-Themen etc. Das wird ein bisschen anders abgewickelt. Man muss sie auch teilweise anders darstellen etc. Attribute sind teilweise anders. Das ist deshalb auch das Thema, wo wir gemeinsam auch viel Zeit rein investieren, um diesen Part möglichst sauber zu kriegen. Aber die ganzen Basics, die ganzen DNAs von wie verkaufe ich etwas online, die sind natürlich alle da. Okay. Das hast du schon gesagt, das ist ein mehrjähriges laufendes Technology Strategy Project. Also bildet ihr das dann komplett mit eigenen Ressourcen ab oder ergänzt sie auch dann gezielt sagen, mit extern? Und natürlich die immer große Frage ist, sucht ihr noch Leute dafür? Wir suchen immer gute Leute. Also wenn man das hier nutzen kann, we're hiring. Also, immer, klar. Ja, natürlich. Also es ist bei uns so, wir haben ein zentrales Team bei uns in der Group, die dafür zuständig sind, dieses ganze Programm New Horizon, nennen wir das, zu koordinieren. Und da haben wir dann Leute, natürlich einmal ganz klar Projektmanagement, PMO, aber eben auch Produktmanager und Architekten, weil irgendjemand muss ja das Gesamtbild im Auge behalten. Also insbesondere, wie integrieren wir denn unsere internen Systeme und Schnittstellen, die wir haben, mit dem Herzstück jetzt von Scale, aber eben auch einigen anderen Themen. Also wir haben ja zum Beispiel auch SAP-Systeme, die wir anbinden müssen. Und wie machen wir den Connect zu unseren Fulfillment-Themen? Wie machen wir den Connect zu Payment etc.? Das sind alles Dinge, die wir intern haben. Und irgendjemand muss ja den Gesamtblick noch haben, wie koordiniere ich alle diese, auch teilweise anderen Service-Provider. Also ja, wir haben einen Teil intern als zentral koordinierendes Team. Und dann arbeiten wir eben mit unserem Haupt-Service-Provider Scale, About You, hier sehr eng zusammen. Und dann gibt es aber eben auch noch weitere andere Service-Provider und eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Leute aus den Konzernfirmen selber, die später migrieren werden, die auch in dem Projekt mitmachen und ihre Expertise reinbringen. Also es ist schon viel zu koordinieren. Also es klingt nach einem mega spannenden Projekt. Also insbesondere finde ich, das ist immer, wenn man sagt, man ein richtig großes Rad drehen will und 2 Milliarden Umsatz mal kurz auf einen neuen Tech-Stack schubsen, dann sollte man sich auf jeden Fall bei dir melden, Hanna Huber. Ich würde sagen, man verlinkt einfach auf LinkedIn wahrscheinlich, geht man auf dich zu oder guckt natürlich bei der Otto Group auf die entsprechenden Positionen. Aber alle, die das gehört haben, entweder bei dir oder bei der Slobodanka. Ich glaube, ihr sucht auch noch Leute. Also insofern immer. Ich bin immer so ein Freund, ich würde mich immer in Umfelder bewegen, die wachsen. E-Commerce gehört dazu und ich glaube, Scale gehört dazu, die Otto-Gruppe gehört dazu. Insofern, tolle Insights. Ich habe sehr viel lernen dürfen, wie immer. Es ist mein großes Privileg hier. Also es ist wie immer wunderbar. Ich kriege mal so eine halbe Stunde Druckbetankung. Und wünsche euch beiden alles Gute und viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, dass wir definitiv von Scale, aber natürlich auch noch von der Entwicklung der Otto-Gruppe, gerade was das angeht, sicherlich lesen, hören und selber erleben werden dann als Kunden und Kunden. Insofern herzlichen Dank an euch beide. Ja, vielen Dank auch. Danke euch.